بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Und zwar wollen wir heute insha'Allah ta'ala weitermachen unsere Reihe mit der nächsten Sura, und zwar mit Surat Al-Insan. Der Sura Nummer 76, Surat Al-Insan. Und wir werden versuchen, diese Sura auch insha'Allah ta'ala in zwei Teile aufzuteilen. Und werden uns heute insha'Allah ta'ala mit dem ersten Teil beschäftigen und nächste Woche dann mit dem zweiten Teil. Und zunächst erst einmal wollen wir eine Einführung zur Sura machen. Suratul Insan. Eine Sura, welche mehrere Namen trägt. Wie wir das schon oft erwähnt haben, dass es mehrere Suren im Koran gibt, welche mehrere Namen tragen. Und Suratul Insan wird unter anderem auch Hal Ata Alal Insan genannt. Also der erste Teil vom ersten Vers ist sozusagen auf den Menschen etwas gekommen. Also die erste Ayah. Wird teilweise auch einfach nur genannt, Hal Ata ist gekommen, als Frage. Und sie wird auch Al-Insan genannt, der Mensch. Ad-Dahr, die vergängliche Zeit. Al-Abrar, weil das Wort auch in dieser Sura vorkommt, die Frommen. Und Al-Amshaj, das Gemisch, was nur ein einziges Mal im gesamten Koran an dieser Sura vorkommt. Also wir sehen, dass Surat Al-Insan mehrere Namen trägt. Surat Al-Insan ist eine Sura, bei der die Gelehrten unterschiedlicher Auffassung sind, ob es sich um eine mekkanische oder um eine medinensische Sura handelt. Man kann sagen, dass so die Hälfte der Gelehrten der Ansicht ist, dass es medinensisch ist. Und die andere Hälfte der Ansicht ist, dass es sich um eine mekkanische Sura handelt. Und viele Gelehrte haben gesagt, dass von der Thematik her die Sura in jedem Fall eher in die Suren der mekkanischen Phase passt. Weil sie nämlich wieder den Menschen aufmerksam macht, warum er erschaffen wurde, wie es im Paradies den Guten ergehen wird, wie es in der Hölle den Schlechten ergehen wird. Also es ist ein typisches Thema, was wir in den mekkanischen Suren finden. Manche haben gesagt, nein, sie ist medinensisch, unter anderem auch aufgrund der Offenbarungsanlässe einiger Verse, welche in Medina sich abgespielt haben und dementsprechend sie gesagt haben, es muss sich hierbei um eine medinensische Sura handeln. Wir kommen noch auf diesen Offenbarungsanlass zu sprechen, insha'Allah, und auch heute noch, wenn wir auf diese Ayah zu sprechen kommen. Und manche haben gesagt, dass die gesamte Sura eine medinensische Sura ist, außer einer einzigen Ayah, und zwar der Ayah, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Das ist die Meinung von Al-Hasan. Also wir sehen, dass es hier unterschiedliche Ansichten gibt unter den Gelehrten in Bezug auf diese Sura, ob sie mekkanisch ist oder ob sie medinensisch ist. Und der Grund hierfür ist eigentlich relativ klar, weil wir nicht klare Überlieferungen haben, wo diese Sura herabgesandt wurde. Und es einige Überlieferungen gibt, die darauf hindeuten, sie könnte in Medina herabgesandt worden sein oder zumindest ein Teil von ihr in Medina herabgesandt worden sein. Aber von der Thematik her ist sie eher mekkanisch. Und dementsprechend haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten bezüglich dieser Sura. Heute ist es etwas lauter, entschuldigt den Geräuschpegel.
Ich kann es nicht ändern. Tut mir leid. Wenn das Brüder wären, hätte ich was gesagt, aber jetzt nicht was, dann kann ich es gegen machen. Aber man versteht mich hinten. Versteht ihr mich? Ja, kann man mich gut hören? Alhamdulillah. Okay, gut. Also, es gibt sowohl die eine Meinung als auch die andere Meinung. Die Gelehrten sind sich hinsichtlich der Anzahl der Ayat dieser Sura einig. Und zwar gibt es nur einen Rad, also eine Zählung für die Verse. Und zwar, dass es sich insgesamt um 31 Verse handelt. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir es verstehen. Es gibt nicht verschiedene Versionen des Korans. Also es gibt nicht einen Koran, wo, sage ich mal, eine zusätzliche Ayah vorhanden ist. Es gibt lediglich unterschiedliche Zählungen. Ein Beispiel, nochmal, dass wir das auffrischen. Wir hatten das ja schon alles mal erwähnt gehabt. Hier euch ein Beispiel. Und zwar Surat al-Fatih. Alle Gelehrten sind sich darüber einig, dass es sich um 7 Verse handelt. Nur die Frage ist die, welche Verse sind das? Also wie fängt man an zu zählen? Ist die Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, die erste Ayah von Surat al-Fatiha? Oder ist die Basmala eine eigenständige Ayah, die eigenständig offenbart wurde und nicht zu Surat al-Fatiha gehört? Das heißt, wie fange ich an, Surat al-Fatiha zu zählen? Fange ich an mit Alhamdulillah Rabbil Alamin? Oder fange ich an mit Bismillahirrahmanirrahim? Wenn ich mit Bismillahirrahmanirrahim anfange, dann stellt sich die Frage, wo ist dann, oder wenn ich mit Alhamdulillah Rabbil Alamin anfange, stellt sich die Frage, wo ist dann der 7. Vers? Und hier ist es so, dass die Gelehrten dann sagen, der letzte Vers besteht aus 2 Versen. Sirat al-Ladina an'amta alayhim, eine Ayah, und dann Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin, die zweite Ayah. Und die Gelehrten, die sagen, die Basmala ist eine Ayah von der Sura, die zählen die letzte Ayah als eine Ayah, so wie wir das im heutigen Mushaf haben. Und da sehen wir, der Koran ist überall gleich. Nur es gibt verschiedene Formen der Zählung. Und das hat man immer wieder auch in einigen Suren, dass manche Verse ja, dann bei einigen Zählungen als ein Vers gelten, also 2 Verse. Und in anderen Zählungen sind das 2 Verse. Und dadurch kommt es zu unterschiedlichen Zählungen. Aber die Sura ist gleich, überall ist sie gleich, es gibt keinen Unterschied. Gut. Aber bei Surat al-Insan ist man sich einig darüber, dass diese Sura aus 31 Versen besteht. Gut. Worum geht es in Surat al-Insan? Was ist eigentlich sozusagen das Ziel dieser Sura? Was will diese Sura den Menschen überhaupt sagen? Erstmal, dass wir einen Gesamtüberblick bekommen. Inshallah ta'ala. Und zwar zunächst erst einmal geht es am Anfang dieser Sura in den ersten 6 Versen um eine sehr, sehr grundlegende Frage. Nämlich, warum ist der Mensch überhaupt erschaffen worden? Und deswegen heißt ja die Sura auch Al-Insan, der Mensch. Also es geht um uns alle. Warum sind wir überhaupt auf dieser Welt? Und die Sura gibt eine Antwort darauf. Dann in dem Abschnitt 7 bis 11, man könnte auch die Abschnitte etwas größer machen, spricht Allah subhanahu wa ta'ala über die Handlungen derjenigen, welche das Paradies verdient haben. Und dann von den Versen 12 bis 22 darüber zu sprechen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen alles versprochen hat. Und es ist sehr interessant, dass Allah ta'ala in dieser Sura nur eine einzige Ayah erwähnt über die Strafe derjenigen, welche den Glauben ablehnen. Und dann fast, ja, ich glaube, das sind, wie viele Verse sind es, habe ich jetzt gar nicht gezählt, wie Verse das sind. Ja, ich glaube, um die 15 Verse oder 17 Verse müsste ich nochmal nachzählen, inshallah ta'ala, vom Vers Nummer 6 bis Vers Nummer 22, ja, oder Vers Nummer 7 bis Vers Nummer 22, entschuldigt, ja, dann nur über die Gläubigen zu sprechen. Was nochmal auch eine gewisse Hoffnung macht, dass Allah ta'ala eigentlich die Menschen für das Jannah erschaffen hat und nicht für das Höllenfeuer. Und dass Allah ta'ala eigentlich für die Menschen etwas Gutes vorhat. Und dann, in dem nächsten Abschnitt von Vers Nummer 23 bis Vers Nummer 26, spricht Allah subhanahu wa ta'ala über den Koran und die Herabsendung des Korans und geht direkt auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ein und zeigt ihm auf, wie wichtig es ist,
dass man Geduld hat bei der Verbreitung der Botschaft. Um dann noch einmal hervorzuheben in zwei Ayat, dass viele Menschen vom richtigen Weg abkommen, weil sie die Al-Ajila, also diese Dunya lieben, und schließt dann ab mit dem Sinn und Zweck der Herabsendung des Korans in den Versen 29 bis 31, wo es wieder darum geht, dass dieser Koran nur herabgesandt wurde, um die Menschen zu ermahnen. Also die Sura, sie beginnt ja, mit der wichtigen Frage, warum sind wir überhaupt erschaffen worden, was ist der Sinn und Zweck, und endet da und schließt es ab, um uns aufzuzeigen, wie schaffen wir es, dann den Zweck und Sinn unseres Lebens zu erfüllen. Und zwischendurch geht es dann um das Ziel des Menschen, wo er eigentlich hin sollte, nämlich zum Paradies. Und Allah subhanahu wa ta'ala versucht in dieser Sura, dem Menschen das Paradies schmackhaft zu machen. Das erst einmal zu den Zielen dieser Sura. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, nachdem wir diese allgemeine Einleitung gemacht haben, zu den ersten Ayat, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, insha'Allah ta'ala. Noch eine Sache, die ich erwähnen möchte im Voraus, und zwar Surat al-Insan hat im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine wichtige Stellung gespielt, eine richtig wichtige Rolle gespielt. Und zwar hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer am Freitag, wie es überliefert wird von Abdullah ibn Abbas, Surat im Fajr-Gebet, Surat al-Sajda und Surat al-Insan gelesen. Surat al-Sajda und Surat al-Insan. Und in Surat al-Sajda findet man ja auch was? Eine Sajda, wo man sich niederwirft. Und deswegen ja, ist es ja auch üblich, ja, in vielen Ländern, in Ägypten hat man das immer gemacht, dass man immer zum Freitag, ja, auch in Mekka habe ich das erlebt, ja, immer zum Fajr-Gebet am Freitag wirklich diese beiden Suren dann auch rezitiert und dann auch in der ersten Raka'a Sujud macht, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das auch getan hat. Ja, und man könnte sich natürlich fragen, warum gerade Surat al-Insan? Vielleicht gerade aus diesem Grund, damit der Muslim am Anfang der Woche noch einmal vor Augen hat, warum wurde ich überhaupt erschaffen? Was ist der Sinn und Zweck des Lebens? Weil das Problem ist, wenn ich nicht weiß, warum ich erschaffen wurde, wenn ich das vergesse, warum ich überhaupt auf dieser Welt bin, was der Sinn und Zweck meines Daseins ist, dann kann es sehr leicht passieren, dass ich vom richtigen Weg abkomme. Aber wenn ich den Sinn und Zweck immer vor Augen habe, verstehe, dass das Ganze hier eigentlich nur eine Prüfung ist und Allah Ta'ala mich prüfen möchte, ob ich ein guter Mensch bin oder nicht, dann werde ich mit vielen Dingen in meinem Leben ganz anders umgehen, als wenn ich das nicht verinnerlicht habe. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat immer am Freitag zum Fajr-Gebet, also zum Beginn der islamischen Woche, diese Sura rezitiert, um den Menschen noch einmal darauf aufmerksam zu machen, ihn daran zu erinnern. Kommen wir jetzt insha'Allah Ta'ala zu der ersten Ayah dieser gewaltigen Sura, welche sehr interessant beginnt. Und zwar mit einer Frage. Aber es handelt sich hierbei um eine rhetorische Frage, um etwas zu bestätigen und nicht um wirklich eine Frage zu stellen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Ist nicht über den Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen, in der er nichts Nennenswertes ist? Allah Ta'ala stellt eine Frage. Und Surat al-Insan ist nicht die einzige Sura, welche mit Hell beginnt. Es gibt auch andere Suren, die mit Hell beginnen. Welche Suren kennt ihr, die mit Hell beginnen? Ha, welche Sura beginnt auch mit Hell? Habe ich gehört, was richtig? Ghashiya. Hell ataka hadithul Ghashiya. Und Surat al-Insan. Hell ata ala al-Insan. Allah Ta'ala, er stellt hier eine Frage, aber nicht um eine Frage zu stellen, sondern um etwas zu bestätigen. Und deswegen haben auch die Gelehrten gesagt, al-istifamu, hier also diese Frage, lit-taqrir, um etwas nochmal zu bestätigen. Also als würde Allah sagen, es ist über den Menschen eine Spanne gekommen. Aber der Koran will ja die Menschen erreichen und deswegen benutzt er rhetorische Mittel. Und er beginnt mit dieser Frage, welche zunächst erst einmal die Aufmerksamkeit des Menschen auf den Koran lenken soll. Und zwar über eine sehr, sehr wichtige Tatsache. Nämlich, dass der Mensch
bevor er erschaffen wurde, erst einmal nichts gewesen ist. Wir kommen aus dem Nichts. Ich habe heute mit meiner Tochter, als ich unterwegs gewesen bin, Tochter Zeynep, uns unterhalten, ich weiß gar nicht, wie wir darauf zu sprechen gekommen sind. Und sie meinte, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was ich gemacht habe, als ich ein Baby war. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich gewesen war, als ich noch gar nicht erschaffen war. Als du da warst, genau, ich habe irgendwie gesagt, dass ich so und so alt bin. Ja, und sie meinte, oh, ja, da war ich ja noch gar nicht da gewesen auf der Welt. Wo war ich denn da eigentlich gewesen? Das ist wirklich so, subhanallah. Wo ist der Mensch gewesen? Allah Ta'ala bringt es so schön zum Ausdruck, indem er sagt, ist nicht über die Menschen eine Spanne der endlosen Zeit gekommen. Ja? Hin ist allgemein eine Zeitspanne, welche kein Ende kennt. Und Ad-Dahr ist eine sehr, sehr lange Zeit ohne ein Ende. Dahr wird auch verwendet als vergängliche Zeit im negativen Sinne. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, la tasubbu ad-dahr, sein Hadith Qudsi, beschimpft nicht diese vergängliche Zeit. Fa'ana ad-dahr, ich bin die Zeit. Allah Ta'ala sagt über sich selbst, ich bin die Zeit. Wenn ihr also die Zeit beschimpft, dann beschimpft ihr im Grunde genommen Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, Allah Ta'ala, er zeigt uns hier auf, ja, es gab doch eine Zeit, wo der Mensch nichts gewesen ist, überhaupt nichts gewesen ist. Wo man ihn nicht erwähnt hat, wo der Mensch nicht einmal wusste, dass er erschaffen wird. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er möchte uns hier mit dieser Ayah auf etwas Grundlegendes aufmerksam machen. Dass derjenige, der dich aus dem Nichts erschaffen hat, wo keiner wusste, dass du jemals entstehen wirst, nicht einmal deine Eltern kannten dich, dass derjenige, der dich aus dem Nichts erschaffen hat, dich auch nach dem Tod wieder auferstehen lassen kann. Und in dieser Sura geht es ja genau darum. Es geht ja darum aufzuzeigen, diese Welt ist nicht alles, sondern sie ist vergänglich und es kommt danach eine noch viel längere Welt. Und wenn du glaubst, dass Allah Ta'ala dich nicht auferstehen lassen kann und dich nicht zur Rechenschaft ziehen kann, dann ist es ein gewaltiger Trugschluss. Denk doch mal darüber nach, woher du kommst. Du warst nichts gewesen, keiner kannte dich. Du warst nur im Wissen Allahs gewesen, dass er dich erschaffen wird. Weil Allah wusste, dass er dich erschaffen wird. Und wir kennen alle die Überlieferung, wo unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah Ta'ala vom Rücken Adams die gesamte Nachkommenschaft bis zum jüngsten Tag entnommen hat. Die gesamte Nachkommenschaft. Und dann haben wir als Menschen bezeugt, Alastu bi Rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Qalu bala. Sie sagten, ja, natürlich. Damit ihr nicht am jüngsten Tag sagt, wir sind uns dessen unachtsam gewesen. Oder dass ihr sagen werdet, ja, wir haben nur Schirk begangen, weil unsere Vorväter zuvor das getan haben. Und wir sind einfach nur eine Nachkommenschaft nach ihnen. Willst du uns etwa vernichten für das, was die Nichtigen getan haben? Wir können nichts dafür. Aber Allah Ta'ala zeigt uns gleich und gibt uns eine Antwort. Natürlich können wir es dafür. Weil jeder Mensch für seine Taten selbst verantwortlich ist. Das werden wir gleich sehen. Also Allah Ta'ala zeigt uns erstmal auf, subhanallah, wie die Sura beginnt. Ja? Bevor du erschaffen wurdest, warst du nichts gewesen. Und jetzt bist du etwas. Und jetzt verleugnest du denjenigen, der dich erschaffen hat, der dir das Leben gegeben hat. Und tust so, als wärst du immer da gewesen. Hättest du ein Anrecht darauf, da zu sein? Wie hochmütig doch der Mensch ist. Wie schnell der Mensch auch vergisst all die Gnaden, mit denen man ihn überhäuft hat. Und in der nächsten Ayah, die unglaublich wichtig ist, für unser Grundverständnis, warum wir überhaupt auf dieser Welt sind und warum Allah Ta'ala überhaupt die Menschen zur Rechenschaft zieht, zeigt uns Allah Ta'ala auf, wie der Mensch erschaffen wurde. Um seinen Ursprung aufzuzeigen, wie er erschaffen wurde, ihm nochmal klarzumachen, wie schwach der Mensch eigentlich ist und zu welchem Zweck Allah subhanahu wa ta'ala ihm überhaupt dieses Leben gegeben hat. Allah Ta'ala, er sagt,
Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen, einem Gemisch erschaffen. Amshaj ist auch ein Name dieser Sura, wie wir gesagt haben. Um ihn zu prüfen. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Allah Ta'ala, er beginnt jetzt wieder mit dem Menschen. Und er erwähnt den Menschen gleich zweimal hintereinander. Hätte nicht Allah einfach ein Pronomen nehmen können? Ein Dhamir, Lil-Ghaib. Inna khalaqnahu. Wir haben ihn erschaffen, weil vorher wurde er schon über den Insan gesprochen. Hätte er machen können. Aber Allah Ta'ala, er hebt den Menschen hervor. Nochmal aufzuzeigen, der Mensch ist ein Wesen, was eine besondere Stellung hat bei Allah. وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ. Und wir haben die Kinder Adams geehrt. Allah Ta'ala ehrt den Menschen. Er erwähnt ihn noch einmal, um aufzuzeigen, wie wichtig der Mensch ist. Und was er für eine Stellung bei Allah hat. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانِ. Wir haben die Menschen ja, erschaffen. Woraus? مِنْ نُطْفَةٍ. Aus einem Samentropfen. Und dann, aber nicht nur aus einem Samentropfen, Amshaj, einem Gemisch erschaffen. Das heißt, dieser Samentropfen allein nützt nichts, sondern er muss sich verbinden dann mit der Eizelle der Frau, damit daraus überhaupt ein Mensch entstehen kann. Und bei den Arabern war damals die Vorstellung gewesen, weshalb der Koran das auch nochmal hervorhebt, dass der Mensch nur allein sozusagen aus diesem Samentropfen erschaffen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nein, ja, es ist ein Gemisch zwischen der Flüssigkeit des Mannes und der Flüssigkeit der Frau. Was den Menschen noch einmal ehrt, wir stammen nicht nur, und das ist ganz wichtig, gerade für die damalige Zeit, ich meine, in einer sehr, sehr stark männlich geprägten Gesellschaft, zeigt Allah ta'ala auf, nein, der Mensch ist nicht nur vom Vater, sondern vom Vater und der Mutter entstanden. Nabtarihi, das ist der Grund, warum wir das gemacht haben. Das heißt, wir haben all das getan, all das erschaffen. Warum? Um ihn zu prüfen. Faja'alnahu sami'an basira. Und damit wir ihn prüfen können, haben wir ihm was gegeben? Gehör und Augenlicht. Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Das Gehör und das Augenlicht deutet auf den Verstand hin. Dass ich die Dinge verarbeiten kann mit meinem Verstand, welche ich sehe und welche ich höre. Die Grundvoraussetzung dafür, damit Allah Ta'ala einen Menschen prüft, ist was? Dass er einen Verstand besitzt. Hat ein Mensch keinen Verstand, dann wird ihn Allah Subhanahu wa Ta'ala auch nicht zur Rechenschaft ziehen. Und deswegen sagt unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Rufi al-Qalamu an Thalath. Bei drei Menschen wird der Stift oder das Schreibrohr emporgehoben. An-Sabiyyi hatta yablugh. Beim Kind, bis er die Pubertät erreicht. Wa'an-Majnuni hatta ya'qil oder yufiq. Und den Verrückten, bis er Verstand hat. Und dann, was ist das dritte gewesen? Und dem Schlafenden, wenn er aufwacht. Ja, mit anderen Worten, diese Leute, wenn sie etwas tun, sie können nichts dafür. Und sie werden dafür auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Ja? Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erstens erschaffen hat, um uns zu prüfen. Das wird immer wieder im Koran hervorgehoben. An den unterschiedlichsten Stellen des Korans. Der Koran zeigt uns auf, was der Sinn und Zweck unseres Daseins ist, um uns zu prüfen. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Voller Segen ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist und er hat zu allem die Macht. Alladhi khalaqa al-mauta wal-haya. Der Leben und Tod und Leben erschaffen hat. Warum? Liyabluwakum, um euch zu prüfen. Ayyukum ahsanu amala. Wer von euch die besten Taten vollzieht. Subhanallah. Allah Ta'ala, er hat uns also erschaffen, damit er uns prüft. Und das muss ich verstehen. Und wenn ich das verstanden habe
und so durchs Leben gehe, mit diesem Verständnis, dass das alles eine Prüfung ist, dann werde ich dankbar sein, wenn ich eine Gnade erhalte von Allah. Und ich werde geduldig sein, wenn ich geprüft werde von Allah. Ajaban li amri al-mu'min. Bewundernswert ist die Angelegenheit des Mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Seine Angelegenheit ist in jeder Hinsicht gut für ihn. In asabathu sarra shakar. Wenn ihm Gutes zustößt, dann ist er dankbar. Wa dhalika khayrun lahu. Und das ist besser für ihn. Wa in asabathu darra sabar. Wa dhalika khayrun lahu. Und wenn ihm Schlechtes zustößt, dann ist er was? Dann ist er geduldig und das ist besser für ihn. Allah Ta'ala, er zeigt uns auf in Surat al-Fajr, dass die meisten Menschen dieses Prinzip nicht verstanden haben. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا بَتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُونُ رَبِّي أَكْرَمَ. Was den Menschen betrifft, wenn sein Herr ihn prüft, er weiß aber nicht, der Mensch. Der Mensch denkt, ah, das ist keine Prüfung. Und indem er was tut, فَأَكْرَمَهُ, indem er ihm gibt, freigebig überhäuft mit Gnaden, وَنَعَمَهُ, und ihm mit Gnaden überhäuft, فَيَقُولُ, dann sagt er was, der Mensch, der es nicht verstanden hat? رَبِّي أَكْرَمَن. Mein Herr hat mich geehrt. Denkt, es ist was Besonderes. Aber er versteht nicht seine Prüfung. وَأَمَّا إِذَا مَا بَتَلَهُ. Wenn ihn aber prüft, indem er von ihm nimmt, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Keine Ahnung. Ich glaube, ihr müsst mal gucken, ob das Dings ist. Ganz, wir machen kurz Pause. Was? Ja, ich glaube, ja. Korrigiere das mal schnell, bitte. Ich warte lieber kurz, weil es ist so und so schon zu laut, deswegen... Gestern war für uns Ashura. Ich weiß nicht, wer hat. Habt ihr gestern Ashura gemacht oder macht ihr heute Ashura? Gestern, ne? Ja, gestern, ja. Gestern. Video angehalten. Warum das denn jetzt? Da hoffen wir, dass wir jetzt ein Dings finden. Ja, ja. Ich gehe davon aus. Aber ich kann nicht so laut reden, dass ich jetzt das hier... Ja, dann ich hol das mal. Vielleicht kann ich das... Guck mal, ob das angeht. Verbindung wird hergestellt. Jetzt tut mir das alles leid hier. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Weder Instagram noch den Khalas. Wenn was schief läuft, ja, dann schaffst du das hierher zu bringen? Hast du? Warum geht das denn jetzt nicht? Verbindung wird hergestellt. Was? Jetzt, okay. Warte, das ist die Kamera, müsst ihr aber dann auch gleichzeitig... Wallah, ist hier alles... So, alles mal hier rüberschieben, inshallah. Ah. Kein Problem. Alhamdulillah. So, jetzt hoffe ich. Ha, Abu Bakr, yalla ya shabab. Abu Khalas von der Zukunft. So. Warte mal. Was ist jetzt? So. Wenn es schief läuft, dann richtig. So. Ja. Okay, inshallah. Jetzt geht's weiter, inshallah. Ist die Kamera richtig eingestellt? Guck mal bitte, ob das richtig eingestellt ist. Ja? Okay, inshallah. Toi, machen wir weiter, inshallah. Das heißt, Allah... Jetzt geht das auch wieder nicht. Bismillah, jetzt aber. Geht's da jetzt wieder? Alhamdulillah, doch. Jetzt geht's doch. Okay.
Dankeschön. Susu. Geh mal draußen spielen, Susu. Draußen. Okay. Machen wir weiter, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, jetzt funktioniert das Mikrofon wieder. Okay. Allah Ta'ala sagt, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَرُ Wenn er ihn aber prüft, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ Und dann seine Versorgung bemisst, einschränkt, فَيَقُودُ رَبِّ أَهَانَ Dann sagt er, mein Herr hat mich erniedrigt. Kalla, keineswegs. Darum geht es überhaupt nicht. Verstehe, dass diese Dunya eine Prüfung ist. Und dass Allah Ta'ala uns prüft. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَعَمَلًا Wer von euch die besten Taten vollzieht. Und dass wir am jüngsten Tag für unsere Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und solange du einen Verstand hast, sehen kannst, hören kannst, du kannst das Universum um dich herum erblicken, du siehst die Zeichen Allahs in seiner Schöpfung, hören kannst, du kannst das Offenbarungsbuch hören, die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala kannst du hören. Also das heißt, du hast die Möglichkeit, über die Schöpfung als auch über die Offenbarung zur Wahrheit und zur Gewissheit zu gelangen. Wenn du diese Möglichkeit hast und dann trotzdem ablehnst und trotzdem einen anderen Weg einschreitest, dann wirst du dafür am jüngsten Tag zur Rechenschaft gezogen. Und jetzt sagt Allah Ta'ala noch etwas anderes. Inna hadaynahu as-sabil. Unglaublich wichtig. Imma shakiran wa imma kafura. Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er ihnen dankbar oder undankbar sein mag. Subhanallah, Allah Ta'ala, er sagt hier, hadaynahu as-sabil. Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet. Was ist damit gemeint? Manche Gelehrte sagen, damit ist die Fitra gemeint des Menschen. Jeder Mensch hat diese Fitra in sich, dass er eigentlich im Inneren weiß, was richtig ist und was falsch ist. Gleichzeitig aber auch kommt hinzu, dass er im Grunde genommen durch die Offenbarung, mit der Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten gesandt hat, jeder Mensch, der diese Offenbarung gehört hat, rechtgeleitet wurde, ob er die Rechtleitung annimmt oder nicht. Hört einmal, was Allah ta'ala sagt. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Was die Thamud betrifft, so haben wir sie rechtgeleitet. Aber sie haben die Blindheit gegenüber der Rechtleitung bevorzugt. Was ist damit gemeint? Ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt zwei Arten von Hidayah. Zwei Arten von Rechtleitung. Einmal die Rechtleitung, dass du die Offenbarung mitbekommen hast. Hidayatul ilm. Du weißt Bescheid. Du weißt, was richtig ist und was falsch ist. Du kannst nicht sagen, wenn Allah mich rechtleitet, er hat dich schon rechtgeleitet. Dadurch, dass du Bescheid weißt über den Koran, über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hast du keine Ausrede mehr. Du kannst nicht sagen, ich wusste nicht Bescheid. Allah Ta'ala, er hat einen Propheten gesandt und die Botschaft des Propheten ist zu dir gelangt. Wenn du sie jetzt nicht praktizierst, dann ist das deine eigene Verantwortung. Aber zu behaupten, ich wurde nicht rechtgeleitet, ist Unsinn. Die zweite Form von Rechtleitung ist Hidayatul Tawfiq. Dass mir also dann geholfen wird, das auch wirklich zu praktizieren. Aber das hängt von mir ab. Natürlich, Allah ist der Hadi, er ist derjenige, der recht leitet. Aber am Ende ist es meine Entscheidung. Und deswegen sagt ja Allah Ta'ala, imma shakira wa imma kafura. Ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Aber die Botschaft ist zu ihm gelangt. Er wurde recht geleitet. Er hat die Fitra. Und er hat die Offenbarung. Und er hat die Zeichen Allahs. Was will er eigentlich mehr? Der Mensch. Und deswegen, sei dir sicher, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, ja, du bist ganz allein verantwortlich für das, was du tust. Und erwarte niemals, dass irgendwie plötzlich der Moment kommt, wo du aufwachen wirst. Nein, du musst an dir arbeiten, wie jeder andere Mensch auch an sich arbeiten muss. Du musst etwas tun, indem du nicht einfach sagst, ich praktiziere das, was Allah Ta'ala von mir verlangt hat. Und darf nicht warten und sagen, wenn Allah will, dann werde ich anfangen mit dem Praktizieren. Allah will es. Und er hat es von dir verlangt und er hat es dir befohlen. Also fang einfach damit an.
die Rechtleitung, sie ist bereits zu dir gekommen. Und jetzt spricht Allah Ta'ala in einer einzigen Ayah über den Ausgang derjenigen, welche die Rechtleitung nicht befolgen. Und er fängt damit an, warum? Weil in der vorherigen Ayah spricht er zuerst über den Shakir und dann über den Kafur, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Und geht dann direkt auf den Undankbaren ein. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira. Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet. Gut. Kommen wir nochmal zurück, bevor wir auf diese Ayah zu sprechen kommen, auf die beiden Begriffe Shakir und Kafur. Hier wurde es als undankbar übersetzt, Kafur. In der nächsten Ayah wurde es als ungläubig übersetzt. Was bedeutet denn Kafur in der ursprünglichen sprachlichen Bedeutung? Hatten wir letzte Woche oder vorletzte Woche auch gehabt. Was heißt denn das Wort Kafara? Was bedeutet das denn ursprünglich? Sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ja. Verdecken, überdecken, richtig, korrekt. Das heißt, jegliche Form des Überdeckens. Und es kommt auch auf den Kontext an. Und in diesem Kontext ist es wirklich Undankbarkeit. Und deswegen sprechen auch die Gelehrten von Kufr und Ni'ma. Dass ich die Ni'ma, das heißt die Gnade Allahs, überdecke, sodass ich undankbar bin. Kufr al-Aqida. Dass ich die Wahrheit des Glaubens, des wahren Glaubens überdecke. Und ein Shakir ist derjenige, der eine Sache sichtbar macht. Man sagt, der Beshakur, ein dankbares Tier, ein dankbares Vieh. Warum? Ich gebe ihm wenig Futter, aber es wird trotzdem dick. Es zeigt seine Dankbarkeit. Obwohl es wenig hat, wird es trotzdem dick. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Wir werden das auch gleich sehen, insha'Allah ta'ala, was mit Shukr gemeint ist. Weil Allah ta'ala, er geht darauf ein, was mit Shukr gemeint ist. Nämlich nicht einfach nur Worte, sondern wirklich Taten zu zeigen, mit denen ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringe. Und jetzt geht Allah in dieser einen Ayah darauf ein, was mit denjenigen geschehen wird, welche undankbar sind. Allah nennt sie hier Kafirin. Inna a'tadna lil kafirin. Wir haben ja für die Ungläubigen was vorgesehen. Salasil, Aghlal und Sa'ir. Übersetzt hier als Ketten und Fesseln. Im Arabischen benutzt man Salasil, der Plural von Silsile, für das, womit ich die Hände einer Person festbinde. Also wie, Handschellen, ähnlich wie Handschellen. Aghlal, der Plural von Rull, ist das, was ich an den Hals einer Person binde. Also die Salase sind für die Hände und die Aghlal sind für was? Für den Hals. Und Allah Ta'ala zeigt das auf, dass diejenigen, die das gemacht haben, wie Verbrecher behandelt werden am jüngsten Tag. Inna a'tadna lil kafirin salasil, also Handketten, wa aghlala, und Fesseln für den Hals, sodass sie sowohl an den Händen als auch am Hals gezogen werden. Und jetzt wa sa'ira, und eine Feuerglut, so als würden sie zum Feuer in Ketten dann gezogen werden, um dort dann ins Höllenfeuer geworfen zu werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, ya Rabbil Alameen. Manche Gelehrte haben gelesen, Salasila, Salasilan, mit Tanwin. Also es gibt die Lesart, Inna a'tadna lil kafirin Salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Die Lesart, ja, die für uns gängig ist, ja, also nach Hafs ist, Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Und jetzt kommt dieser lange Abschnitt ab Vers Nummer 5, ja, über die Abrar, über die Frommen, welche gute Taten vollziehen. So als würde Allah subhanahu wa ta'ala hier die Menschen Hoffnung machen wollen und ihnen aufzeigen wollen, oh Mensch, ich habe dich genau dafür erschaffen. Das ist der Sinn und Zweck, damit du etwas Gutes tust. Ich will dich ins Paradies führen. Du bist eigentlich für das Paradies erschaffen worden. Und
Dein Urvater, Adam a.s., er war im Paradies gewesen. Und du sollst einfach nur dorthin zurück. Und Allah Ta'ala, er spricht jetzt genau hierüber. Und er sagt, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَفُورًا. Gewiss, die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist. Kampfer ist eine Pflanzenart, aus der unter anderem auch Zimt hergestellt wird. Das haben damals die Araber geliebt, dem Getränk beizufügen. Und Al-Kas, ja, ist ein Becher, der gefüllt ist mit Wein. Ja, heute, Khalas, wir machen auch ein bisschen kürzer heute, inshallah, es ist so unruhig. Ja, ist ein Kas, ja, ein Becher, der gefüllt ist mit Wein. Und ich bin ein bisschen durcheinander, natürlich bitte. Ja, der gefüllt ist mit Wein und Kas ist also immer ein gefüllter Becher. Ja? Wichtig ist natürlich, der Wein des Paradieses ist anders als der Wein in dieser Dunya. Und auch ganz wichtig, vorweg, all die Dinge, die Allah Ta'ala jetzt erwähnt, all die Namen, die Allah erwähnt, von den Dingen, die wir kennen, sind nur Namen. Wie Abdullah ibn Abbas gesagt hat, im Paradies gibt es nur die Namen, aber die Dinge, die dort sind, sind ganz anders. Wenn Allah Ta'ala von Wasser im Paradies spricht oder von Khomr, von Wein im Paradies oder von Kampfer im Paradies oder von Früchten im Paradies, dann ist nur der Name gleich, aber der Geschmack ist komplett anders. Es ist etwas, was du so noch nie erlebt hast, weder im Geschmack noch im Anblick. Und deswegen, ja, sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, a'dattu, das Allah gesagt hat, a'dattu li'ibadi as-salihin. Ich habe für meine frommen Diener was vorgesehen im Paradies? Ma la aynun ra'at, was kein Auge jemals gesehen hat. Wa la udhunun sami'at, noch jemals ein Ohr gehört hat. Wa la khatara ala qalbi bashar, noch nie einem Menschen in den Sinn gekommen ist. Nicht mal in den Sinn. Du kannst dir nicht mal vorstellen. Und deswegen, es mag zwar sein, es sieht aus wie ein Apfel, aber es schmeckt ganz anders als ein Apfel. Es sieht aus wie eine Banane, aber es schmeckt ganz anders als eine Banane. Es sieht aus wie Wein, aber es ist ganz anders als Wein. Es ist eine Spirituose, welche deinem Geist etwas gibt, deswegen heißt sie auch Spirituose. Aber das Schöne ist, du wirst nicht wirklich betrunken. Du hast nur diesen Geist, den sich ja die Menschen antrinken wollen, aber den sie halt nicht bekommen. Es gibt keinen Kater, es gibt keine Übelkeit, nichts dergleichen. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt also darüber, dass sie reichlich zu trinken haben werden. Und nicht irgendein Getränk, sondern sie trinken eine Art von Wein, dessen Beimischung Kampfer ist. Ja, einen yashrabu biha ibadullah, aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken. Und jetzt, yufajjirunaha tafjira, die sie sprudelnd hervorströmen lassen. Was heißt das? Was bedeutet das? Die Gelehrten haben gesagt, im Paradies wird es so sein, egal wo du bist, deine Quelle ist immer bei dir. Subhanallah. Ja? Also du hast jetzt Lust auf diesen Becher mit Kampfer, ja? Wie auch immer. Ja? Und dann hast du die Quelle bei dir. Und es wird frisch sozusagen aus der Erde sprudeln für dich. Also alles, was du möchtest, alles, was du dir vorstellen kannst und was du liebst, wird an deiner Seite sein. Das ist damit gemeint, yufajjirunaha tafjira, die sprudelnd hervorströmen lassen. Also mit anderen Worten, wo immer du bist, ja, deine Quelle ist bei dir. Und jetzt geht Allah Ta'ala auf was ein? Auf die Taten der Abrar. Was machen sie eigentlich? Was macht sie aus? Und da es mir heute wirklich zu unruhig ist und ich mich gar nicht konzentrieren kann, ja, würde ich sehr, sehr gerne, dass wir das inshallah ta'ala dann auf nächste Woche verschieben, damit wir dann ein bisschen mehr Ruhe haben, bi'iznillahi azza wa jal. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahi rrahmani rrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi, tawasaw bis-sabr, wa barakallahu fikum.